Die Arbeitnehmersparzulage ist eine staatliche Prämie, die sich vor allem an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit kleinem und mittlerem Einkommen richtet. Sie soll motivieren, Vermögen aufzubauen. Voraussetzungen sind: Dein Einkommen liegt unterhalb festgelegter Grenzen und du erhältst vermögenswirksame Leistungen. Vermögenswirksame was? Vermögenswirksame Leistungen, das sind zusätzliche Geldleistungen zu deinem Lohn. Deine Arbeitgeberin oder dein Arbeitgeber unterstützt dich etwa beim Erwerb von Wohneigentum oder anderen langfristigen Sparzielen. Die Höhe ist in der Regel im Tarifvertrag oder durch Betriebsvereinbarungen festgelegt. Zahlt deine Firma keine vermögenswirksamen Leistungen, kannst du auch Teile deines Lohns anlegen, indem deine Firma etwas von deinem Nettolohn in einen zugelassenen Vertrag einzahlt. Und wie funktioniert die staatliche Sparzulage? Mit der Arbeitnehmersparzulage belohnt der Staat, wenn die vermögenswirksamen Leistungen in bestimmte Sparformen angelegt werden. Das sind zum Beispiel Bausparverträge oder Aktienfonds. Die Höhe der Zulage hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel von der Höhe der Einzahlungen und der gewählten Sparform. Den finanziellen Boost vom Staat beantragst du im Zusammenhang mit deiner Steuererklärung. Er wird nach Ablauf einer Sperrfrist steuerfrei ausgezahlt, in Einzelfällen auch schon vorher.